Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Fever. Wir sind hier in Balingen an unserem Endbahnhof. Und da bin ich gerade am Überlegen, ob wir schon den ersten Zug drauf schicken sollen. Oder ob wir die Strecke voll fertig bauen. Ist natürlich die Frage. Ich wäre eigentlich dafür, die Linie zu machen. Denn wir müssen uns hier hinten noch... Habe ich das noch gar nicht gemacht, die AAA-Linie? Ne, habe ich hier noch nicht gemacht. Also machen wir mal kurz. Ja, Linie hinzufügen. Das kommt dahin. Wunderbar. Ah doch, ich habe eine Ladezeit. Hehe. Können wir die wieder runter tun und dann kommt die hier hoch. Wunderbar. Und dann nehmen wir hier. Wir haben hier noch gar keine Signale. Fällt mir gerade auf. Da müssen wir noch einmal Signalbrücken nehmen. Ich habe mal nachgeschaut, die Signale kommen 1945. So, ich tue es einfach mal hier hin. Na halt, Moment. Moment, da fehlt ja noch. Da fehlt ja einmal hier eine Kreuz. Da fehlt einmal hier eine Weiche, meine ich. Aber wir haben ja hier noch das Standardsignal. Moment. Ja, nehmen wir das. Und dann gehen wir hier raus und gehen hier hin. Also wir haben hier nur ein Signal, ein Gleis. Ja gut. Hier müssen wir auf jeden Fall welche hinmachen, und zwar einmal hier. Dann einmal hier. Hier vorne nochmal. Hier mache ich jetzt einfach mal einen hin, damit wir den Wegpunkt hier mitnehmen. Und dann schauen wir mal hier hinten nochmal schnell. Gut, ich mache jetzt einfach mal kurz die Signale hier so rein. Genau. So, das ist dann der Zug. Balingen Wahnfried. Und da hätte ich dann gerne zwei TGVs. So, jetzt ist die Frage, was haben wir hier für eine Länge? Das sieht aus wie lang. Jawohl. Das sieht auch aus wie lang. Sehr gut. Wir nehmen aber
erstmal kurz. Oh, wurde der von mir bearbeitet, weil der nimmt deutlich mehr Leute mit wie der hier. Der kostet auch irgendwie mehr. Ich glaube, wir nehmen erstmal. Gute Frage. Ich glaube, wir nehmen einmal beide. Na, nicht wirklich. Wir nehmen mal den hier. Den normalen. So, zweimal. Den einen schicken wir dann schon mal auf Zug Balingen-Winfried. Ich tue einmal schnell abspeichern. So, dann gehe ich hier auf Play. Muss bei mir ein bisschen lauter machen. Ah, schön. Fahren wir mal mit. Die Cockpit an sich geht ja hier noch nicht. Ich kann das Overlay hier mal ausmachen. Klar, hier Ausfahrt Balingen wird er noch langsam fahren, aber das macht mir nichts aus. Ja, wir sind hier im Bahnhofsbereich. Da kann der Zug dann ruhig etwas langsamer fahren. Also die Ausfahrt war, glaube ich, irgendwas mit 70, 73, okay. Und dann hier rüber. Ich wollte gerade schon sagen. Ja, das macht überhaupt gar nichts, dass der hier so langsam rausfährt. Finde ich sogar richtig schön. Und jetzt geht er halt auf die ewig lange Brücke. Oh, jetzt ist er runter. Und jetzt gibt er Gas. Oh, was jetzt? Bin wahrscheinlich irgendwo hingekommen. Mal gucken, ob wir hier irgendeinen Bremspunkt drin haben. Aber das ist ja echt eine mega lange Brücke. Das sieht irgendwie so langsam aus, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt sehe ich erstmal, wie hügelig diese Insel hier eigentlich ist. Haben wir gleich. Dann geht's ja nochmal. Genau, dann geht's nochmal über diese, über eine Brücke. Also wir bekommen hier richtig Dampf drauf. Gefällt mir. Bin mal gespannt, wann er abbremst. Ah,
248 haben wir erreicht. Ja gut, ich glaube, die Einfahrt ist dann nicht mehr so interessant. Weil dann würde ich den hier auch gleich rausschicken. Dass wir die dann gegenüber haben. Würde dann aber noch gern einmal mit dem zurückfahren. Um gerade zu testen, ob wir irgendeinen Bremspunkt drin haben. Ob alles klappt. Und des Weiteren. So, du hältst mal an, bitte. Da werden höchstwahrscheinlich noch keine Leute warten. So sieht's auch aus. So, zurück geht's. Schön, schön. Durch den Berg. Ah, da sehe ich gerade, das ist noch ein altes Tunnelportal. Zudem bin ich auch gespannt, wo sich denn die Züge treffen. Ob die sich irgendwo in einem Tunnel treffen oder... Ja. Wird diese Folge hauptsächlich aus der TGW-Fahrt bestehen, aber haben wir zumindest auch mal die schöne Landschaft gesehen. Muss ich ehrlich sagen, hier hinten der große Berg. Echt schön. Okay, da ist er noch nicht. Würde mich ja echt interessieren. Ach Gott, der ist erst da. Okay. Ja, okay, durch die Zeit anfangs, ja, verständlich, ja. Weil diese langsame Ausfahrt, die braucht natürlich. Dafür haben wir, wie hier auf der Gegenseite, eine langsame Einfahrt. Aber wir sind jetzt schon bei 225. Würde mich ja echt interessieren, was wir später hier drauf kriegen, wenn die Güterzüge hier noch fahren. Zweihundertsiebenundvierzig, 48, 250. Der muss gleich in die Eisen gehen. Okay, wir haben 2,53 erreicht. Das sind stolze 4 km/h schneller. Ups, halt bin ich an mein Mikro gekommen. Ja gut, ob es das jetzt ausmachen wird, ob die sich jetzt gegenseitig irgendwann mal blockieren werden, glaube ich kaum. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Und hier muss ich euch sagen, schön wieder langsam abbremst. Da kommt nachher dann ein Signal hin. Für 60 müsste hier sein. Genau. Schön langsam hier in die Kurve. Dann dürfte er noch etwas beschleunigen, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, jetzt sind wir auch schon wieder in Balingen. Ja, schön.